Tägliches Seelenbrot zum 12. Oktober. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Römer Kapitel 6, Vers 14. Der Apostel sagt hier, dass die Sünde nicht über die herrschen können wird, welche unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz leben. Eine merkwürdige Versicherung, gell? Worauf beruht denn der Umstand, dass die Sünde keine Herrschaft über uns haben wird, wenn wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das gründet sich auf zwei Tatbestände. Der erste liegt in der Art des von der Gnade wiedergeborenen Herzens, der zweite dagegen im Herzen und Ratschluss Gottes. Wenn ein Mensch durch das Gesetz, dem Gesetz getötet ist und jetzt nur von der Gnade lebt, dann hat er damit auch ein neues Herz erhalten, das Gott und seinen Willen innig liebt und die Sünde wirklich hasst, während er zuvor, als er unter dem knechtischen Joch des Gesetzes einherging und diese Vergebung nicht glaubte, sondern wegen seiner Sünde Gott drohend und zornig zu sehen meinte, ihn weder von Herzen lieben noch die Sünde hassen konnte. Wegen der Drohungen Gottes konnte er sich zwar vor der Sünde ängstigen und unter ihr leiden, sie aber nicht wirklich hassen und verfluchen. Weil Gott nun als drohend und zürnend vor seinen Augen zu stehen schien, konnte er keine Liebe, keine Lust und Freude zu ihm haben und hing deswegen mit seiner Liebe an der Sünde, die er verdammte. Es ist so, wie ein Geistesmann einmal bemerkte: Unvergebene Sünde wird geliebt, nur die vergebene Sünde wird gehasst. Aber die Liebe ist die mächtigste Kraft im Menschen. Der Gegenstand meiner Liebe beherrscht mich. Liebe und Freude am Herrn und der Hass gegen die Sünde, die in der Seele entstehen, die aus der Knechtschaft des Gesetzes in das Reich der Gnade versetzt wird, sind zudem nicht nur eine natürliche Gegenliebe, sondern wirklich der Same Gottes in den Wiedergeborenen. Es ist der in den Herzen der Gläubigen wohnende Heilige Geist Gottes. Einzig und allein dieser Same Gottes überwindet, beherrscht und tötet die Sünde, ja, bewirkt sogar, dass wir nicht sündigen können, wie Johannes sagt. Nicht in der Sünde gedeihen und deshalb uns nicht begeben können, derselben zu dienen. Dies ist das Erste, was wir hier beachten müssen, um unseren Spruch zu verstehen. Nun ist hier noch ein anderes Geheimnis. Wenn der Apostel sagt, dass die Sünde nicht herrschen können wird über diejenigen, die nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind, dann gründet sich diese Versicherung auf etwas Höheres als auf unseren neuen heiligen Sinn. Sie gründet sich auf Gott selber. Das Geheimnis ist dieses: Wenn ein Mensch durch das Gesetz, dem Gesetz getötet ist und seinen ganzen Trost nur in Gott und seiner Gnade hat, dann ist er in jenem schwachen, abhängigen Kindeszustand, für den Gott zu haften übernommen hat, indem der Apostel 2. Korinther 12 sagt: Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Spricht er dieses Geheimnis aus. Er gründet sich nämlich auf das Verhältnis, das der Herr mit den Worten ausgesprochen hatte: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gottes Kraft erweist sich nur in den Schwachen. Gott will seine Kraft nicht den Starken geben, die sich noch irgendwelche Kraft zutrauen, sondern nur denen, die mit all ihrer eigenen Arbeit zu Schanden geworden sind und jetzt nur noch von der Gnade leben. Diejenigen aber, die unter dem Gesetz sind und noch nicht erschöpft und zunichte gemacht wurden, sondern noch selber etwas zur Beherrschung der Sünde meinen tun zu können, arbeiten noch mit eigenen Kräften. Wenn sie auch Gott um Kraft bitten, so streitet es doch gegen seine Weisheit und Gnadengesetze, ihnen diese Gnade zu einer Zeit zu verleihen, in der sie im Inneren noch auf ihre eigene Kraft hoffen, noch nicht dem Gesetz getötet sind und nur auf Gnade leben. Demjenigen, der oberflächlich auf die Frömmigkeit eines selbststarken Menschen sieht, kann es scheinen, dass dieser auch die Kraft Gottes gegen die Sünde besitze. Der Herr aber sagt, dass es nur eine äußere Reinheit und Schönheit gleich der übertünchten Gräber ist. Die innere Macht der Sünde ist ihm noch nicht offenbart worden, weil er noch auf eigene Kräfte und Beobachtungen hoffen kann. Darum ist das innere Verderben noch in ungebrochener Kraft. Ganz anders verhält es sich mit solchen, die an sich verzweifeln und ihre ganze Gerechtigkeit und Stärke nur in Christus haben. Für solche zunichte gemachten, schwachen, abhängigen Kinder bürgt der Herr selber. Er tröstet sie und spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das
ist der andere Tatbestand, weshalb der Apostel versichern kann, dass Sünde nicht über die herrschen können wird, die nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Weil dies jedoch unser aller Vernunft ein Geheimnis ist, so ist es ganz besonders notwendig, auf die Lehre, die der Apostel uns hier gibt, Acht zu geben, dass nämlich die Sünde nur dann beherrscht werden kann, wenn man nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade ist. Du alleine hilfst mit deiner Kraft und wirst deine Jesus-Eigenschaft an uns allen offenbaren und uns reinigen und bewahren durch dein teures Blut, den edlen Saft.